Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Meine Damen und Herren, die Tarifverhandlungen für die knapp 400.000 Angestellten bei Banken und Bausparkassen sind in einer entscheidenden Phase. Beide Seiten versuchen in einer Nachtsitzung in Düsseldorf zu einer Einigung zu kommen. Die Arbeitgeber hatten am frühen Abend zum Auftakt der vierten Verhandlungsrunde ein neues Angebot vorgelegt. Es umfasst eine Erhöhung der Gehälter um 2,9% und die 39-Stunden-Woche von Mitte nächsten Jahres an. Die Gewerkschaften DAG und HBV sind damit aber nicht zufrieden. Die Arbeitszeitverkürzung setze zu spät ein, vor allem aber die Bedingung größerer Flexibilität bei den Arbeitszeiten sei nicht annehmbar. Die Außenminister der USA und der Sowjetunion, Schulz und Shevardnadze, sehen kaum noch eine Chance, dass die Halbierung der atomaren Langstreckenwaffen schon beim nächsten Gipfeltreffen in 6 Wochen besiegelt werden kann. Sie wollen sich im Mai aber noch einmal zusammensetzen. Probleme bereiten die Obergrenzen für die See- und luftgestützten Marschflugkörper sowie die Überprüfbarkeit des geplanten Abkommens. Shevardnadze schlug zum Abschluss der Moskauer Gesprächsrunde vor, Präsident Reagan und Parteichef Gorbatschow sollten wenigstens den Stand der Verhandlungen in einem Dokument festhalten. Bei einem Empfang für Schulz hatte sich Gorbatschow verärgert über jüngste Erklärungen des amerikanischen Präsidenten geäußert. Laut TASS hielt der Kremlführer Reagan vor, Predigten zu halten und die sowjetische Führung anzuweisen, wie sie sich zu verhalten habe. Das sei eine Geringschätzung der Interessen anderer und eine Weigerung, politische Realitäten zu akzeptieren. Für 3 französische Geiseln im Libanon soll es nur noch eine Frage von Stunden sein bis zu ihrer Freilassung. Auf Zypern steht bereits eine Swissair-Maschine bereit, um sie in die Heimat zurückzubringen. Es handelt sich um 2 Diplomaten und einen Geschäftsmann, die seit 1985 in den Händen der pro-iranischen Organisation Islamischer Heiliger Krieg sind. Der Preis, den Frankreich zahlt, ist die Freigabe von 1 Milliarde Dollar, die noch der Schah den Franzosen als Kredit gegeben hatte und die nie zurückgezahlt worden war. 600 Kilometer südöstlich von St. John's in Kanada ist im Atlantik ein Tanker in Brand geraten und auseinandergebrochen. Ein kanadisches Forschungsschiff hatte den Havaristen entdeckt, konnte wegen der dichten Rauchwolken aber zunächst nicht den Namen des Tankers erkennen. Inzwischen scheint festzustehen, dass es sich um den griechischen Tanker Athenian Venture handelt. Von den 25 Mann Besatzung fehlt jede Spur. An der Suche nach ihnen sind Rettungs- und Handelsschiffe beteiligt. Der Tanker hatte keinen SOS-Notruf abgegeben. Ein Mittel gegen Akne wird in den USA für die Missbildung von Neugeborenen verantwortlich gemacht. Es handelt sich um ein Medikament des Schweizer Pharmakonzerns Hoffmann-La Roche, das in der Bundesrepublik unter dem Namen Roaccutan verkauft wird. Nach einer Studie der amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde sollen von 1982 bis 1986 zwischen 900 und 1300 schwangere Frauen, die dieses Medikament einnahmen, missgebildete Kinder geboren haben. Weitere 1000 hätten Fehlgeburten gehabt. Das Bundesgesundheitsamt in Berlin wies darauf hin, dass in der Bundesrepublik Frauen in gebärfähigem Alter dieses Aknemittel gar nicht verschrieben werden dürfe. Die 92. internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland, die Anfang nächster Woche in Hamburg beginnen, sind von Absagen überschattet. Innerhalb von 8 Stunden haben am Freitag zunächst der Tschechoslowake Mecir und dann der als Nummer 1 gesetzte Schwede Wielander abgesagt. Mecir ist am Rücken verletzt, Wielander leidet noch an den Folgen einer Erkältung. Damit lastet jetzt alle Hoffnung auf Boris Becker. Aus der Liste der 10 weltbesten Tennisprofis ist er der Einzige, der am roten Baum spielt. Für die erste Runde zog er ein Freilos. Ein Ergebnis aus der Fußball-Bundesliga. Bei einem Abstiegsduell besiegte am Abend Borussia Dortmund den ersten FC Kaiserslautern mit 3:0 Toren. Die Pfälzer blieben damit in 8 Spielen hintereinander ohne Sieg. Sie liegen zurzeit auf dem drittletzten Platz der Tabelle, die Dortmunder jetzt 5 Plätze vor ihnen. Die Wettervorhersage für Samstag, den 23. April. Sonnig. Nur im südlichen Baden-Württemberg und in Südbayern zeitweise wolkig, aber meist trocken. Im Norden Tiefsttemperaturen plus 2 bis minus 3, im Süden um 3 Grad. Höchstwerte im Norden 7 bis 11, im Süden 12 bis 16 Grad. Schwacher bis mäßiger, tagsüber zeitweise böig, auffrischender Wind aus Nord bis Nordost.
Am Sonntag im südlichen Baden-Württemberg sowie in Südbayern bewölkt, aber kaum Niederschlag. Sonst sonnig. Wenig Temperaturänderung. Das waren die letzten Nachrichten der Tagesschau. Wir melden uns wieder zu den angekündigten Sendezeiten. Über Vernunft, Weisheit und Leidenschaft von Cicero. Die Vernunft hat etwas Erhabenes und Großes an sich, das mehr zum Herrschen als zum Gehorchen angelegt ist. Sie erachtet alles rein erdhaft Menschliche für gering. Sie selber ist etwas Hohes und Erhabenes, das nichts fürchtet, vor niemandem weicht und immer unbezwinglich bleibt. Alles wissen wollen, was es auch immer sein mag, ist ein Zeichen von Neugier. Aber durch die Beschäftigung mit großen Dingen zum Streben nach Wissenschaft geführt zu werden, darf als Kennzeichen großer Männer gelten. Nur die Weisheit ist es, welche die Traurigkeit aus den Herzen vertreibt und die uns nicht vor Angst erstarren lässt. Unter ihrem Geleit lässt sich in Seelenfrieden leben, wenn einmal die Glut der Leidenschaften gelöscht ist. Diese nämlich sind unersättlich. Sie richten nicht nur den Einzelnen, sondern auch die ganze Familie zugrunde. Sie erschüttern sogar den ganzen Staat. Aus den Leidenschaften und Begierden entstehen Hass, Zerwürfnis, Zwietracht, Aufstand und Krieg. Sie wüten nicht nur nach außen und richten sich in blindem Hass nicht nur gegen andere. Auch drinnen, im eigenen Herzen, sind sie zerstritten und leben in Widerstreit miteinander. Daraus kann ja nur ein Leben voller Bitterkeit entstehen. Deshalb vermag nur der Weise, der alle Eitelkeit der Welt und allen Irrtum beseitigt hat, der mit den von der Natur gezogenen Grenzen zufrieden ist, ohne Verdruss und Angst zu leben. Gute Nacht.